Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Zwei auf Außen bedeutet bei ihnen heute, sie spielen im 4-3-3. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Ball bei James. Und den spielt er gleich wieder zurück. Und Marcelo. Groß. Bale. Jetzt Groß. Nun James Rodriguez. Und jetzt Ramsey. Im Mittelpunkt einmal mehr Cristiano Ronaldo. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Was macht Ronaldo jetzt? Das wird gefährlich. Klar. Er schießt. Tor. Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Was für ein Einstieg ins Spiel für sie. Erster Schuss, erstes Tor. Kompliment. Vierzehn Minuten vorbei und das erste Tor ist gefallen. Klar. Und das Tor sehen wir noch mal in der Wiederholung. Jetzt könnte es gefährlich werden. Rodriguez. Bale. Jetzt vielleicht. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Özil. Özil! Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Nichts zu machen. Da ist er noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Gareth Bale. Mit Wales wird Gareth Bale nie die ganz großen Erfolge feiern können. Also die, die er im Verein beispielsweise erleben darf. Aber er hat sich... Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Rodriguez. Luka Modric jetzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gute Flanke. Die Flanke auf Benzema. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Özil. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Nun Carvajal am Ball. Hector Bellerin. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Damit geht es jetzt weiter. Real eröffnet hier den zweiten Durchgang. Und Bale. Toni Kroos. Benzema. Und Mertesacker. Und Nkazola.
Atletico Monreal. Und nun Alexis Sanchez. Giroud jetzt. Aaron Ramsey. Da zieht er ab. Tolle Aktion vom Torwart. Das wird dem Torhüter gut tun. Er hält diesen Ball. Bisher sah er nicht gut aus und konnte sich in keiner Szene wirklich auszeichnen. Jetzt schießt er. Özil. Nun Giroud. Wie macht er den denn rein? Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Bale. Neben seinen Power-Dribblings verfügt Gareth Bale ja auch über einen knallharten Bums. Ja, und das oft aus vollem Lauf. Schwierig für die Torhüter. Pepe. Das macht der Abwehrspieler gut, setzt den Gegner unter Druck und holt so den Einwurf raus. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Und nun Marcelo am Ball. Da wird Ronaldo vorne unterstützt. Könnte was werden für Real. Özil. Giroud jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Kovacic. Carvajal. Und nun Sergio Ramos. Macht er ihn! Hatte der Keeper heute schon irgendwie... Und damit